Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich einfach mal so ein paar Infos weitergeben. Also ich habe letztes Mal ja auch mal ein Wawawum-Wimpern-Video gedreht, was zwar jetzt nicht super viele Aufrufe oder so hatte, aber ich finde das einfach mal wieder sinnvoll, sowas zu machen. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, gebe ich euch einfach mal meine Tipps weiter. Sammy schüttelt sich schon, für reinere Haut, also gegen Pickel und Unreinheiten und mehr Glow und so weiter. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, ob ich zu den Produkten, die ich euch auch in der Infobox verlinken werde, jeweils gerade einen Code habe oder so. Also ich glaube, dass in der Woche, wo ich das Video jetzt hochladen werde, werde ich auch einen Dalton-Code haben mit 25%. Ich weiß gerade aber nicht, wie der heißt, das blende ich euch ein. Und ja, bei Beautymates habe ich ja Claudi30 als Code. Bei Yepoda habe ich, glaube ich, dann keinen aktuellen Code. Weiß ich aber nicht. Schauen wir einfach mal. Ich möchte das Ganze auch wirklich so aufbauen, dass ich erstmal mit den wirklichen Basics starte, die halt für viele selbstverständlich sind, aber für mich zum Beispiel vor 5 Jahren auch gar nicht selbstverständlich waren. Also ich habe mich da auch wirklich rangetastet und am Ende landen wir dann auch wirklich bei den harten Sachen, bei Säure, ne? genau, aber ich möchte erstmal so vorsichtig starten. Ganz, ganz wichtig. Ich habe hier super viele Produkte stehen. Verwendet nicht alles zusammen. Das ist, glaube ich, auch eins der Basics überhaupt. Also geht vorsichtig mit eurer Haut um. Verwendet nicht, wenn ihr jetzt Unreinheiten bekommt, alles durcheinander. Das ist gar nicht gut, weil die Haut dadurch tatsächlich auch, und das hört sich jetzt ganz bekloppt an, verätzt werden kann und verbrennen kann. Also deswegen ganz vorsichtig mit eurer Haut umgehen. Und wenn dann so ein kleiner Mr. Fred an der Tür klopft, ne? Dann schauen wir einfach mal, was wir dagegen unternehmen können. Zuallererst ist es wichtig, dass man natürlich auch so dafür sorgt, dass halt von innen alles irgendwie tutti ist. Deswegen kann ich euch einfach empfehlen, euch Wasser zu trinken. Ja, ich habe mir jetzt hier so einen kalten Tee reingemacht. Von Rossmann ist das der Eistee Pfirsich, der mit schwarzem Tee halt, ne? Der muss noch ein bisschen ziehen hier. Ziehzeit 8 Minuten, habe ich gerade reingetan. Finde ich aber total cool. Also normal Wasser trinken mache ich auch, durchaus, aber es ist halt irgendwie noch cooler, wenn du ein bisschen Geschmack drin hast und das ist, glaube ich, halt auch einfach easy, ne? Und ja, das mit dem Strohhalm, weil dann fühlt man sich halt irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie motivierter dazu, daraus zu trinken. Deswegen Wasser mit dem Strohhalm und einen Teebeutel rein. Wow, das ist ein großartiger Tipp, ne? Naja, dann habe ich tatsächlich auch gelernt, das war für mich damals nicht selbstverständlich, dass ich mich jeden Abend abschminke und jeden Morgen auch mein Gesicht wasche, bevor ich neue Pflege auftrage. Hört sich für viele einfach normal an, war für mich aber nicht normal. Dementsprechend sah mein Gesicht auch aus. Ja, also da habe ich jetzt einfach hier so ein Abschminkpad liegen, ne? Das ist einfach so ein wiederverwendbares, es ist einfach ein Lappen. Und den mache ich mir morgens nass, gehe dann über mein Gesicht. Ich verwende tatsächlich morgens auch nicht unbedingt immer einen Reiniger, also eigentlich eher weniger, wirklich nur, wenn ich so im Hochsommer wirklich krass geschwitzt habe oder so, dann mache ich mir ein ganz kleines bisschen milden Reinigungsschaum hier drauf und reinige dann damit mein Gesicht und starte dann mit meiner Skincare. Ne? Deswegen, also kann ich euch wirklich empfehlen, morgens das Gesicht zu reinigen, bevor die Pflege kommt und abends natürlich abschminken. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu, wenn wir ein paar Schritte weitergehen. Genau, deswegen habe ich hier das Abschminkbett liegen. Als nächstes habe ich tatsächlich auch anfangs gar nicht so intensiv wahrgenommen, dass es so sinnvoll ist, aber jetzt so im Laufe der Zeit ist es das. Verwendet ein separates Handtuch für euer Gesicht. Verwendet nicht das gleiche Handtuch wie jetzt für eure Hände, für euren Körper. Denn ich möchte nicht unbedingt etwas in meinem... Ich meine, klar, man trocknet sich eigentlich ab, wenn man sauber ist, aber wir Frauen kennen das ja auch, dass du dann vielleicht, naja, es können immer noch irgendwo irgendwelche Rückstände sein und die habe ich halt ungern in meinem Gesicht, ne? Und dementsprechend auf jeden Fall ein Gesichtshandtuch verwenden und dieses Handtuch auch wirklich alle paar Tage erneuern. Also hab das nicht irgendwie eine Woche, 2 Wochen hängen. Also schon so alle 2 Tage, 3 Tage sollte das einfach mal gewechselt werden, ne? Dass ihr da ein separates Handtuch verwendet, ist wirklich ein Gamechanger. Und das kostet kein Geld. Also es ist einfach nur ein anderes Handtuch, ne? Ja, dann ist es auch super, super wichtig aus meiner Sicht täglich auch die Pinsel, die man verwendet zum Schminken, zu waschen. Also ich würde mittlerweile nicht mehr auf die Idee kommen, den Puderpinsel von gestern heute wieder zu verwenden oder sogar das Schwämmchen oder sogar den Foundation-Pinsel. Auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich jetzt hier exemplarisch die Da Vinci Reinigungsseife. Das ist so mit eine meiner Lieblingsseifen, die ich euch einfach wärmstens empfehlen möchte. Ist relativ günstig bei Amazon, ne? Und damit reinige ich jeden Morgen, wenn ich meine
hier Gesichtsmaske und so weiter drauf habe, meine Pinsel und ja, Mr. Baum möchte sich auch beteiligen. Genau, und das ist einfach easy und essentiell für mich tatsächlich und hat auch wirklich geholfen, dass meine Haut sich in den letzten 5 Jahren wirklich verbessert hat. Und das ist eigentlich crazy, ne? Weil man müsste ja eigentlich denken, ich kratze mal eben sein Ohr, der arme Junge. Man müsste ja eigentlich denken, dass in den 5 Jahren meine Haut sich ja verschlechtert hätte, weil ich ja gealtert bin, ne? So Falten, klar, habe ich auch bekommen, natürlich. Aber ich konnte mein Hautbild verfeinern. Und natürlich habe ich auch immer mal wieder, wie hier auch, so ein bisschen Unreinheiten. Ich habe auch aktuell hier unterm Auge so 1-2 Mielchen, das ist super unangenehm, aber da gehe ich ganz, ganz vorsichtig ran, um das Ganze zu behandeln und niemals halt so rumdrücken und abkratzen und hast du nicht gesehen, und deswegen, da möchte ich einfach mit diesem Video einfach ein bisschen helfen. Was ich zum Beispiel auch heute Morgen gemacht habe, da habe ich keine Augenpads als Augen, wie heißt das? Masken verwendet, sondern ich habe hier so Propolis-Salbe, die verwende ich für alles. Propolis-Salbe gebe ich mir wirklich auf Wunderhaut, auf, ja, wenn ich halt wirklich Wunden habe, kommt das da auch drauf. Es kommt auf Herpes, es kommt auf Mielchen, es kommt auf Pickel, die entzündet sind, wenn sie entzündet sind, ne? Also deswegen, das sieht halt nicht sonderlich schön aus, das ist halt wirklich, ja, gibt es in verschiedenen Formen. Also es gibt es auch tatsächlich als Tinktur, da verwende ich das dann im Mund gegen Aften. Das brennt ein bisschen, aber es ist effektiv. Und das hier ist halt so eine Salbe, richtig. Und das ist großartig. Ich kann euch das, du brauchst da auch nicht viel von, ne? Propolis-Salbe ist so geil. Damals, als ich sehr jung war, war meine Familie relativ häufig bei einer Heilpraktikerin. Und die hatte uns damals auch Propolis empfohlen. Und mein Papa hatte mal einen ganz, ganz blöden Unfall mit einem Hochdruckreiniger gehabt. Und ja, ne? Hat sich dann da diese Propolis-Tinktur auch in seine Wunde reingemacht und die ist super schnell verheilt. Und deswegen, Propolis ist einfach ein mega Game Changer. Kann ich euch total empfehlen. Was mir persönlich auch richtig gut hilft, dass wenn ich hier so ein Oschi habe, ich bin so ein Knibbelmensch. Ich will immer dran gehen. Ich will es berühren, ich will es kratzen, ich will es zerstören, weil mich das nervt, weil ich das auch die ganze Zeit fühle. Und da mache ich mir dann einfach so ein Patch drüber. Da ist es relativ egal, was für ein Patch das ist. Und ich glaube, da wird sogar Tesafilm helfen, aber das hält ja nicht so gut. Das hatte ich mal irgendwo, war das in einem Adventskalender oder in einer, nee, das war in so einer Beauty Bay Mystery Box mit drin. All Care Recovery Cica Aid von Purito. Die sind richtig, richtig gut, weil die halt dieses Cica mit dabei haben, also Tigergras, das pflegt halt wirklich, ne? Das heißt, ich halte mich nicht nur davon ab, an meiner Unreinheit rumzuknibbeln, sondern ich pflege sie halt auch nochmal gleichzeitig. Und da habe ich halt diese Pads, oder Patches sind das, ne? Und die kannst du auch verwenden in Schwangerschaft und in Stillzeit, weil du hier wirklich nur dieses Tigergras mit bei hast. Und ja, das klebst du halt auf die Unreinheit drauf. Das kannst du, ich glaube, bis zu 6 oder 8 Stunden drauf lassen, also auch über Nacht dementsprechend. Und ja, das heilt halt auch noch. Also, ne, nimmt die Entzündung auch ein bisschen raus. Das lässt den Pickel jetzt nicht unbedingt verschwinden, aber es verhindert, dass ich daran rumknibbel, dass ich Blödsinn mache. Genau. Und deswegen verwende ich die sehr gerne. Manchmal verwende ich sie sogar tagsüber, wenn ich unten am Schneidetisch, also am PC sitze und mein Video schneide, denke ich manchmal gar nicht groß drüber nach und dann knibbel ich mir manchmal im Gesicht rum. Sollte man ja eigentlich lassen, aber ich bin halt manchmal mit meinen Gedanken woanders und dann sitze ich da und mache den hier und das ist ja vollkommen verkehrt, weil dann kommen natürlich also wenn ich das aufkratze, wird es ja eine Wunde und dann kommen da Bakterien rein und entzündet sich das noch mehr und dann ist es halt so ein Neverending Story gedöhnt sind. Deswegen mache ich mir das gerne einfach drauf, dass wenn dann mein Finger seinen Weg dahin findet, dass er dann merkt, oh, da ist ein Widerstand, gehe ich nicht mehr bei. Oder er knibbelt am Pflaster rum, ist auch okay. Genau. Was man halt auch machen kann, um so ein bisschen gegen seine unreine Haut zu arbeiten, ist, dass man sich einfach so eine Gesichtsmaske auflegt, wenn man halt wirklich aktiv gegen die Unreinheit arbeiten möchte. Da hat Dalton hier so eine relativ günstige im Sortiment, also in Relation zu den anderen Masken halt, ne? Das ist diese Anti-Pickel-Tuchmaske und die ist wirklich gut. Also die benutze ich, wenn bei mir so Pickel im Anmarsch sind, wenn ich merke, oh, da ist irgendwie so, dass die Haut wird heiß. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Da könnte so langsam was kommen. Ich nenne sie auch gerne meine Erdbeerwochenmaske, weil in meiner Erdbeerwoche habe ich halt durch die ganzen Hormone, die dann halt einfach ein bisschen anders sind, einfach vermehrt Unreinheiten und da hilft mir das einfach, wenn ich die dann drauf mache. Und die würde ich euch auch wirklich empfehlen, im Kühlschrank aufzubewahren, weil das dann halt auch nochmal so einen kühlenden Effekt hat. Ich glaube, da ist sogar Salicylsäure drin, da kommen wir aber natürlich später erst zu, also BHA, ne, genau. Und Teebaumöl ist halt auch ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff.
Du kannst es auch pur in der Apotheke zum Beispiel kaufen, Teebaumöl, ne? Riecht sehr interessant, sehr intensiv, brennt, wenn du es auf offene Stellen gibst, also sehr, sehr vorsichtig sein. Aber das trocknet sehr stark aus und deswegen hilft das dann natürlich auch gegen Unreinheiten, ne? Genau, aber das ist meine Erdbeerwochentuchmaske. Ist so eine ganz dünne Hydrogelmaske, ne? Richtig cool. So, wir haben ja eben schon über das Gesicht reinigen und abschminken gesprochen. Da würde ich absolut auf diese ganzen Abschminktücher verzichten, also diese außer ne, so Rausziehviecher, weil du damit einfach nicht dein Gesicht gründlich genug reinigst. Und ich habe es euch im Wimpernvideo auch erzählt, es ist einfach so, dass ich meine Haut, also nicht nur meine Haut dadurch zu sehr reize, sondern auch meine Augenpartie, meine Wimpern, und das möchte ich nicht. Nö, habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich dann auch in Kontakt gekommen bin mit dem Double Cleansing. Und da müsst ihr euch einfach auch tatsächlich selber so ein bisschen einfinden, welches Produkt jetzt für euch am sinnvollsten ist. Denn ich habe von vielen gehört, die gewisse Abschminkbombs zum Beispiel nicht vertragen, aber dann, also immer wieder so gegensätzlich voneinander, ne? Also manche vertragen den von The Body Shop nicht, manche vertragen den von Yepoda nicht, manche vertragen dies, das, Ananas nicht, ja. Also ja, ich liebe ja von Yepoda The Calm Balm, das ist ein ganz, ganz toller Abschminkbalsam, der bei mir halt das meiste wirklich runternimmt, aber auch der von The Body Shop ist richtig gut. Also den hatte ich damals verwendet und habe dann irgendwann gesagt, boah nee, den finde ich einfach nicht so gut, aber ich weiß nicht, ob ich da eine Fehlcharge erwischt habe, denn den habe ich jetzt aktuell auch wieder in Anwendung und den finde ich super. Also funktioniert ganz gut bei mir und ja. Genau, der nimmt auch ganz gut mein Augen-Make-up oder generell auch mein Make-up runter, was dann ja auch teilweise schon eine ganze Weile drauf ist, ne? Ja, also da auf jeden Fall als erster Schritt vom Double Cleansing, um da schon mal so ein bisschen alles runterzunehmen, alles aufzulösen, ne? Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Und dann halt als zweiten Schritt ein Reinigungsschaum, Reinigungsgel, Reinigungstralafitti, wie auch immer ihr das gerne handhabt. Also da habe ich jetzt auch zwei, einmal The Bubble Double von Yepoda, da ist Salicylsäure drin, das heißt, das würde ich halt wirklich erst ab Herbst, also ungefähr ab Oktober bis Ostern verwenden, weil ab Ostern dann ja auch die UV-Strahlung etwas höher ist und dann Salicylsäure nicht mehr unbedingt verwendet werden sollte, aber es ist ein großartiges Produkt. Etwas, was man halt ganzjährig auch verwenden kann und was auch gut für sensible Haut geeignet ist, ist zum Beispiel von Isana Pure der Reinigungsschaum. Hier hast du auch noch zwei Inhaltsstoffe drin, die enorm geil sind. Und zwar Niacinamide, die ja das Hautbild verfeinern, ne? Und halt auch pollenminimierend sind und so. Und Panthenol, was halt auch nochmal gleichzeitig pflegend ist. Das, was halt hier nicht so gegeben ist, ist die Reinigungswirkung. Die ist halt nicht so intensiv, wie das jetzt zum Beispiel bei The Bubble Double ist, ne? Oder auch bei dem von Dalton. Da gibt es ja auch einen Reinigungsschaum, den habe ich jetzt aber gerade leider nicht hier. Genau, ja. Also da sind auf jeden Fall für mich die Schritte vom Double Cleansing super wichtig geworden. Und dadurch habe ich halt wirklich ein gereinigtes Gesicht. Und das tut mir irre gut. Also, und meine Haut offensichtlich auch, ne? Weil dann hast du halt keine Unreinheiten, die gemacht werden dadurch, dass du irgendwie durch Make-up Schmutz noch auf deiner Haut hast. Denn im Make-up selber hast du ja eigentlich sogar schon Pflegeinhaltsstoffe mit dabei. Aber wenn du es zu lange auf deinem Gesicht lässt, so Tage, ist natürlich klar, dass die Haut das nicht ganz so geil findet, ne? Als nächstes, nach der Reinigung, habe ich persönlich gelernt, wie wichtig ein Toner ist. Ich habe ja eine sehr sensible Haut und sie reagiert sehr intensiv auf gewisse Inhaltsstoffe oder was auch immer. Und dementsprechend ist es so, dass ich gelernt habe, dass ein Toner super krass hilft. Denn auch ein Toner kann gewisse Eigenschaften enthalten, die das Hautbild verfeinern, die uns auch einfach dabei helfen, eine klarere und strahlendere Haut zu bekommen. Da gibt es jetzt zwei, die ich hier aktuell stehen habe, die beide leer sind. Einmal The Mist Hair von Yepoda. Da hast du halt auch nochmal die beruhigende Lavendelgeschichte mit dabei, was ich cool finde. Und da haben wir auch noch Hyaluronsäure und ja, etwas, also das ist halt Hydratisieren ist mit drin. Zu Hyaluron kommen wir auch gleich noch tatsächlich, beziehungsweise zur Hydratisierung der Haut, weil das ist auch bei unreiner Haut super wichtig. Genau, also das finde ich einfach klasse, mag ich sehr, sehr gerne, verwende ich halt direkt, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe und bevor ich die ersten Pflegeprodukte auftrage, ne? Deswegen super, super essentiell für mich und von Dalton gibt es auch etwas. Und zwar habe ich hier, das habe ich extra jetzt aus der Classic Clean Reihe genommen, habe ich gerade erst aufgebraucht. Ja, in der Frischen des Gesichtswasser, das, was hier so angenehm dabei ist, es hat auch so einen leicht kühlenden Effekt. Also das finde ich auch super angenehm, wenn ich halt so Unreinheiten habe, die vielleicht schon so richtig entzündet sind, lässt sich so eklig an, aber die halt wirklich beruhigt werden möchten, ne? Da kommt halt hier das auch ganz gut, weil das halt einfach durch die Kühlung ganz gut funktioniert. Das gebe ich mir dann einfach auf ein Wattepad, oder auf ein wiederverwendbares Wattepad, gehe damit über mein Gesicht und habe das Ganze dann schön in meinem Gesicht drin.
Und das tut gut. So, wenn man dann jetzt noch ein bisschen voranschreiten möchte mit der, ich möchte meine Haut behandeln, wie gesagt, nicht alles durcheinander verwenden. Vielleicht pro Tag ein, zwei Sachen so, ne? Ich meine, gut, Reinigung und so weiter sollte man schon jeden Tag machen, aber nicht alles querbeet, ihr wisst, ne? Wir wollen die Haut ja auch schonen. Da hat Dalton zwei wundervolle Masken, die sehr, sehr klärend sind, rausgebracht. Also neben der Blemish Skin, also der Anti-Pickeltuch-Maske, gibt es hier tatsächlich auch nochmal diese beiden Schätzeleins. Die Oyster Skin Balance Maske ist schon ein bisschen austrocknender. Also das würde ich halt auch verwenden, wenn ich so Pickel habe, die vielleicht auch schon so kurz vor, ich möchte machen sind, ne? Da kommen die ganz gut. Und du musst beide halt irgendwie nur so 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Das heißt, super beim Zähneputzen. Ja, das ist einfach so eine ganz, ganz tolle Anti-Pickel-Maske. Aber die mir persönlich halt noch ein bisschen besser gefällt, ist die Magical Effect klärende Schönheitsmaske. Das ist diese hier. Die hat auch noch einen sehr kühlenden Effekt mit dabei. Und die pflegt auch irgendwie mit dabei. Also, das ist ein geiles Produkt. Und ich habe euch auch mal zu Dalton-Masken ein eigenes Video gedreht, aber ich habe hier ein paar liegen, weil ich die halt sehr viel verwende. Ist klar, die Produkte von meinen Kooperationspartnern verwende ich halt sehr viel, ne? Yo. Wow. Ja, jetzt kommen wir mal zum Bereich der Feuchtigkeitspflege. Denn auch wenn du eine unreine Haut hast, sei es eine ölige Haut, eine Mischhaut oder sonst irgendwas, ist es so wichtig, dass du nicht nur deine Haut pflegen solltest, wenn sie trocken ist, sondern immer. Und ja, denn Unreinheiten sind ja Talg und mit Feuchtigkeit kannst du das Ganze halt irgendwie auch ein Stück weit beruhigen, ein Stück weit abschwächen und deswegen finde ich persönlich einfach es unheimlich wichtig, seine Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Welches Produkt da das Richtige für dich ist, kannst du selber herausfinden, sage ich jetzt einfach mal. Aber es gibt ja nicht ohne Grund zum Beispiel von Biotherm auch die Aqua Gel-Reihe extra für normale und Mischhaut geeignet, ne? So, und etwas, was halt super krass hilft, weil es regenerierend ist und zellerneuernd ist, ist tatsächlich Ceramide. Und da gibt es von Dalton das Triple Ceramide Serum, was ich so gut finde, dass ich das auch in meiner eigenen Dalton Bag damals mit drin hatte. Und das verwende ich wirklich als Serum nach dem Toner und vor der Gesichtscreme. Also wirklich nochmal als Add-on-Feuchtigkeitsschritt. Wie viel Feuchtigkeit eure Haut dann letztendlich braucht, das seht ihr dann in dem Moment, weil irgendwann kann die Haut halt keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen, ne? Das zeigt sie euch, indem sie einfach die Produkte nicht mehr einziehen lässt. Genau, und das ist hautreparierend und das hilft halt ungemein, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Unreinheit habe, die halt noch am Abklingen ist, aber halt ja noch irgendwie vorhanden ist. Denn ja, das hilft dann einfach bei der Regeneration, bei der Zellerneuerung und ja, ist halt einfach hautreparierend. Es gibt auch wundervolle Masken, die man dafür natürlich verwenden kann. Ich bin ja so ein Masken-Junkie, ne? Zum Beispiel von Clarin die Cryoflash Cream Mask. Die ist halt wirklich glättend, die gibt dir Glow, aber die gibt dir auch wirklich so Feuchtigkeit ins Gesicht. Das ist eine Crememaske, ne? Auch eine sehr, sehr angenehme Geschichte, wenn man Feuchtigkeit ins Gesicht bringen möchte. Und wenn du es halt wirklich intensiv haben möchtest, dann kannst du meine Lieblingsmaske, die Hydrolift, verwenden. Die ist auch aktuell im Dalton Adventskalender, also da kann ich euch auch nur empfehlen, vorbeizuschauen. Hat einen geilen Warenwert, hat geile Produkte drin. Ich glaube, das Ceramid-Serum ist da auch mit drin enthalten. Schaut gerne mal mein Video dazu an, habe ich euch auch abgedreht. Nun, auf jeden Fall ist es eine wundervolle feuchtigkeitsspendende Maske, die ich halt, wie gesagt, eigentlich super gerne generell verwende. Aber jetzt, wenn meine Haut halt, ne, hier abklingende Viecher hat, drauf damit, das hilft. Was natürlich generell auch hilft an Feuchtigkeit, ist eine gute Gesichtscreme, die man verwendet. Da muss man halt auch einfach das Ganze abstimmen mit den Seren, die man verwendet und mit den weiteren Produkten. Ich handhabe das meistens so, dass ich sehr effiziente Seren verwende und diese Seren dann auch eine sehr hohe Wirkstoffkonzentration haben. Ich dann aber im Gegenzug eine sehr milde Creme verwende, die einfach Feuchtigkeit spendet, Hyaluronsäure enthält und meine Haut einfach pflegt. Ne, also eigentlich eher so eine Basic-Creme. Da habe ich jetzt von Beautymates, die habe ich auch schon zigmal aufgebraucht, die Hyaluron Cream Boost, wobei ich jetzt bald zu der Hyaluron Cream Lift umsteigen werde, weil ist dann ja Winter, ne? Und ja, einfach eine sehr empfehlenswerte Creme, die sehr, sehr basic ist. Sie enthält aber auch gute Inhaltsstoffe, mit denen du sehr viel für deine Haut tust. Also sowohl Hyaluronsäure als auch Rosskastanie, sodass da dann halt einfach die Feuchtigkeit in der Haut gehalten wird und so, ne? Und das ist eine sehr leichte Creme. Wie gesagt, die Lift-Variante ist ein bisschen schwerer, ein bisschen pflegender.
die kommen dann zum Beispiel auch ein bisschen näher an die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Die ist ein bisschen reichhaltiger, wobei wir hier auch noch das Pendant als Emulsion haben, was dann quasi das Pendant zu der Hyaluron Cream Boost ist. So, ne? Und ja. Die hier ist halt auch noch mit Urea. Ich weiß gar nicht, ob in der Cream Boost auch Urea drin ist. Das ist halt in dem Sinne auch wirklich, pflegender. Ne? Also für mich hilft die definitiv mehr oder macht mehr in meinem Gesicht. Aber ich mag beide sehr, sehr gerne verwenden. Als nächstes ist es auch wichtig, eine gewisse Glow-Geschichte in die Haut zu bringen. Wie gesagt, nicht alles zusammen verwenden. Immer Vorsicht, ich sag's immer wieder, ne? Ich möchte mich jetzt hier nicht in Teufels Küche begeben. Was mir halt auch sehr geholfen hat, ist Vitamin C. Bei Dalton liebe ich einfach das Vitamin C Serum. Das ist sehr, sehr intensiv und sehr, sehr geil. Also das war im Sommer mein Go-To. Das habe ich so gerne verwendet, weil das richtig schön Glow gegeben hat. Hat richtig gut zusammen mit dem Lichtschutzfaktor auch zusammen funktioniert, ne? Also das hat sich irgendwie auch ergänzt. Das harmoniert einfach zusammen irgendwie. Und deswegen fand ich das einfach großartig. Sehr hoch dosiert mit 15% habe ich dann morgens verwendet und das hat mir so gut getan, so gut gefallen. Es ist aufhellend, es gibt halt Glow und das mochte ich. Ja. Etwas, was ich jetzt aktuell in Anwendung habe, ist das hier von Lavera, Glow by Nature Serum mit Q10. Mag ich auch sehr gerne, riecht ganz interessant, so ein bisschen nach diesem Eis, dieses Twister-Hochdruckvieh, ne? Richtig, richtig cool. Und ja, mag ich gerne leiden. Also ist jetzt nicht so mega intensiv wie das zum Beispiel von Dalton oder so, aber ich mag es einfach gerne und es ist halt einfach mal eine günstigere Alternative aus der Drogerie. Wie gesagt, man muss halt einfach immer schauen, welches Produkt von welcher Marke einem halt auch passt, weil manchmal ist es so, dass ich auch Vitamin-C-Produkte verwende oder Niacinamid-Produkte oder von gewissen Marken und meine Haut mag es einfach nicht. Also das ist dann einfach so, dass sie darauf reagiert, weil es kommt auch immer darauf an, was ist das für ein Vitamin-C, was ist das für ein Niacinamid, was ist das für ein Retinol oder sonst irgendwas, was ist das für ein BHA, ne? Und es ist crazy, aber man muss sich da manchmal durchtesten und ich kann euch hier einfach die Produkte zeigen, die bei mir persönlich einfach gut funktionieren. Eine Maske, die ich auch extrem gut finde, ist die Cetox-Maske von Yepoda. Die hat nicht nur diesen Glow-Effekt, sondern auch noch so eine leicht klärende Wirkung mit dabei. Ne? Und du siehst damit so witzig aus, weil es halt einfach gelb ist. Die habe ich jetzt auch, die werde ich morgen verwenden. Riecht auch super witzig. Also sehr nach dieser User-Frucht halt auch, ne? Schlamm, genau. Damit gibt es ein geklärteres Hautbild. So. Und wenn wir uns schon jetzt auf der Zwischenebene zum Niacinamid bewegen, da habe ich hier den Pore Minimizer Booster von Beauty Mates mit Vitamin C und Vitamin B3. Vitamin B3 sind Niacinamide, ne? Und da kommen wir gleich auch tatsächlich zu. Und hier hat Beauty Mates auch ein Produkt auf den Markt gebracht, wo man Vitamin C in Kombination mit den Niacinamiden verwenden kann. Denn normalerweise sind Niacinamide nicht kompatibel mit Vitamin C. Hier wohl, weil du auch nur 2-3 Tropfen verwendest oder 1-3 Tropfen, je nachdem. Und ja, funktioniert auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Meine Haut verträgt es richtig gut und sowas gibst du dir halt in deine Creme mit rein, weil das auch sehr hochkonzentriert ist, ne? So, Niacinamide, hautbildverfeinerndes Inhaltsstofflein, was ich auch lieben gelernt habe. Das kannte ich ja auch vorher so nicht. Und Niacinamide sind auch erstmal so seit ein paar Jahren auch erst überhaupt auf den Markt gekommen. Da liebe ich definitiv meins von Dalton. Das habe ich auch schon leer gemacht. Hier ist jetzt schon wieder eine neue Flasche mit 10%. Gibt halt eine ebenmäßige Haut, mag ich sehr gerne, verträgt meine Haut auch sehr, sehr gut. Und du kannst halt immer entsprechend schauen, wie sieht dein Hautbild aus, wie möchtest du die einzelnen Wirkstoffe halt einsetzen. So mache ich das auch. Also wie gesagt, nicht alles durcheinander. Du kannst es nicht oft genug sagen. Es gibt wirklich viele Menschen, die das machen. Sowohl meine Mom als auch meine Freundin. Und da muss ich halt immer aufpassen, weil ich weiß, dass mein Umfeld halt auch diese Videos schauen, weil ich ihnen das auch empfehle, weil sie mich ja auch nach Tipps fragen. Here we are. Okay. Niacinamide. Gibt es auch von Beauty Mates, da habe ich diesen Anti-Pickel-Booster. Da musst du ein bisschen aufpassen, da sind Niacinamide und Zink drin. Und wegen dem Zink kann es sein, dass das Produkt so ein bisschen weißelt. Also ich würde es wirklich punktuell aufgeben. Also wenn ich jetzt hier die Unreinheit habe, ne, würde ich das jetzt in diesem Status auch tatsächlich verwenden, weil sie ja am Abklingen ist. Und das ist ein Produkt, was auch beim Verheilen hilft. Ne? Und ja,
vor allem das Zinkhilft beim Verheilen. Und dann nehme ich einfach einen Tropfen auf meinen Finger, tupfe das vorsichtig auf und habe dann vielleicht hier auch noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. So, dann lasse ich das ein bisschen einwirken und gebe dann gegebenenfalls auch ein bisschen Creme drüber oder ich mische das ein bisschen mit Creme. Aber das Ding ist, wie gesagt, das weißelt manchmal ein bisschen. Für mich persönlich funktioniert das unter Make-up nicht so hundertprozentig, weswegen ich dieses hier eher für abends empfehlen würde. So. Dann hat auch Yepoda zwei Produkte rausgebracht, schon seit längerem, die auch richtig gut bei mir funktionieren. Das ist einmal The Recovery Moment, das ist eine Gesichtsmaske mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula, also quasi Niacinamide, um das Hautbild zu verfeinern, Calendula, um die Haut zu beruhigen und Panthenol, um die Haut zu pflegen. Und das ist eine wirklich, wirklich gute Tuchmaske, die du auch mehrfach verwenden kannst, aber da auch wirklich aufpassen. Wenn du Tuchmasken mehrfach verwenden möchtest, solltest du das nur machen, da sind wir wieder beim Thema Reinigung und so weiter, wenn du keine offenen Stellen im Gesicht hast. Also wenn ich wirklich einen Pickel habe, der plopp gemacht hat und der irgendwie, ne, Unreinheit, offen, dann nur einmal verwenden. Ansonsten, wenn alles in der Haut verschlossen ist, das hört sich so eklig an, dann kannst du es mehrfach verwenden. So, dann habe ich hier The Repair Hero, da hast du einfach ein Niacinamid Serum, das ist jetzt die kleine Größe und ich denke, dass dieses Produkt auch im Yepoda Adventskalender drin sein wird. Ich bin sehr gespannt, wann ich den auspacken kann. Habe ihn selber bestellt, ne? Und Niacinamide, sehr, 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 sehr guter Inhaltsstoff, der einfach die Haut beruhigt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen weiter mal in die etwas verrückteren Geschichten, und zwar zum Peeling. Denn natürlich kannst du deine Haut auch entsprechend pflegen und so weiter und immer wieder erneuern und so. Aber deine Haut erneuert sich ja generell und es entstehen Hautschüppchen, weil tote, abgestorbene Zellen einfach vorhanden sind. Und die möchten wir möglichst effektiv, aber auch sanft und sinnvoll runterkriegen. Denn wenn diese abgestorbenen Hautschüppchen auf der Haut bleiben, kann es zu Verkapselung kommen und dadurch dann auch schon wieder zu Unreinheiten. Das wollen wir nicht. Und da empfehle ich euch so als Einstiegsprodukt definitiv ein Enzympeeling. Und da liebe ich zum Beispiel das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzympeeling von Dalton. Das ist auch ein Produkt, was ich im Sommer super gerne verwende oder von Ostern bis Oktober. Also Enzympeelings ist da halt so mein Ding, ne, was ich dann auch verwende und was ich euch auch absolut empfehlen kann. Also du kannst diese einzelnen Sticks dreimal verwenden, also das Produkt für dreimal drin. Du hast hier 8 Sticks drin, also 3x8 sind 24 und da du dich nur 1 bis 2 Mal pro Woche peelst, hält dir das wirklich sehr, sehr lange. Ich habe euch auch schon zu Peelings, weil es ein sehr, sehr sensibles Thema ist, ein separates Video gedreht. Das könnt ihr oben euch mal anschauen. Enzympeeling ist wie gesagt das Einsteigerpeeling. Ich würde euch eher weniger zu mechanischen Peelings raten, weil also das kann die Haut halt wirklich auch wieder reizen. Mag ich nicht. Nein, und es ist auch einfach so, dass mich chemische Peelings und auch Enzympeelings überzeugt haben, weil das einfach mein Hautbild auch deutlich verbessert hat. Ne? Okay, also Enzympeeling, mega geiles Zeug, ist definitiv so in der warmen Jahreszeit eine sehr sinnvolle Investition. Genau. Und wenn es jetzt wirklich, also ihr seht das Video ja auch im Oktober, ne, da geht die Party jetzt einfach mal so ein bisschen mit Enzympeelings, mit chemischen Peelings ab. Achtung, übertreibt es nicht, bitte. 1 bis maximal 2 Mal pro Woche ist so für den Einstieg gut. Wenn du richtig hardcore unterwegs bist, richtig, also ich denke da zum Beispiel an die liebe Amelie von Amelie with Love, die verwendet also diese chemischen Peelings in der kalten Jahreszeit und lässt sie sogar auf der Haut und sie verwendet die sogar täglich, glaube ich. Das ist krass. Ich könnte es nicht, ne? Meine Haut würde ausrasten. Aber bei ihr ist es zum Beispiel so, die Haut ist es gewöhnt. Bei mir ist es so, ich war schwanger, ich habe gestillt und ich komme jetzt wieder langsam in den Flow mit meinen chemischen Peelings und da bin ich erstmal ganz, ganz vorsichtig und starte mit dem PHA-Peeling, was ihr übrigens auch im Dalton Adventskalender findet. PHA ist die mildeste Form eines Säurepeelings, was es so gibt und hier hatte ich mir auch drauf geschrieben, sanfter Einstieg nach einem Enzympeeling, also wenn du halt quasi so den nächsten Schritt gehen möchtest. Für Anti-Aging ist es gut geeignet mit Feuchtigkeitsspendung. Und das kommt sogar aus der Sensitive Care Reihe. Und das ist auch das Produkt, was ich jetzt als erstes chemisches Peeling wieder in Anwendung nehme, sobald mein Enzympeeling, was ich aktuell in der Dusche stehen habe, komplett aufgebraucht ist. Wenn wir dann quasi unser Gesicht auch ein bisschen an Säure gewöhnt haben und die kalte Jahreszeit da ist, dann kann man sagen, okay, wir gehen jetzt auch gezielter gegen die Unreinheiten vor und verwenden dann etwas
mit BHA, mit Salicylsäure. Das hatten wir ja eben schon in der Maske drin, das hatten wir auch in The Bubble Double mit dabei. Das ist da nicht so mega hoch dosiert, wie du das jetzt in diesen Wirkstoffprodukten, die ich dir zeigen werde, sehen wirst. Weil diese Produkte, die ich hier habe, sind für akut. Also ich würde die nicht so man kann es auch als Kur verwenden, klar, wenn du eine sehr unreine Haut hast und die Unreinheiten loswerden möchtest. Aber wenn ich jetzt keine Unreinheit hier hätte, zum Beispiel, würde ich kein BHA in meinem Gesicht verwenden, weil ich brauche es dann aktuell ja nicht. Salicylsäure, BHA, ist dafür da, um quasi die Verhornung zu lösen und dann tief einzudringen und die Unreinheit halt richtig sauber zu machen. So, einfach von dem bildlichen Vorstellungsgedönsen. Und AHA ist dann jetzt nicht in diesem Video sinnvoll zu erwähnen, aber trotzdem ist eher so dafür da, um die Faltentiefe zu reduzieren. Auch das ist so ein Peeling, was dann auch reingeht, um die Falten auch so ein bisschen wieder aufzupuffen. Halt so ein bisschen Slow Aging. Ja. Video habe ich euch, glaube ich, auch eben schon. Habe ich euch schon verlinkt. Ja, genau. Ja, Beauty Mates hat ein Produkt rausgebracht, das ist der AHA Glow Booster. Da hast du aber eine Kombination aus AHA und BHA drin enthalten. Das ist dieses hier. Also 12% AHA und 2% BHA. Nicht denken, warum so wenig BHA? BHA ist immer sehr, sehr niedrig konzentriert, weil das eine sehr starke Säure ist, ne? Und das ist auch etwas, was du dir in die Creme mit reinmischen kannst. Aber wenn du damit startest, erst vorsichtig starten und quasi ein bisschen drauf machen und dann abwaschen. Also ich würde es nicht direkt drauf lassen, sondern halt wirklich wie ein Peeling verwenden. Genauso wie das Enzympeeling ja auch. Erstmal ein bisschen drauf machen, eine Minute einwirken lassen, abwaschen, nächsten Tag gucken, wie sieht mein Gesicht aus, hat mein Gesicht es vertragen. Und dann kannst du es halt steigern. Ja, okay, also ein super Produkt, ne? Und da hast du aber eine Kombination aus AHA und BHA mit dabei. Also solltest du nur BHA benötigen, ist das wahrscheinlich einfach zu viel kombiniert, ne? Dann gibt es die Möglichkeit von Yepoda, was ich auch richtig cool finde. Das ist etwas, was du halt gezielt auf der Unreinheit anwendest, ne? Ich würde es nicht großflächig im Gesicht machen. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch die letzten Tage so einfach auf mein Kinn gegeben. Das ist ein neues Produkt, The Spot Stop, mit AHA und PHA und Teebaum. Hier hast du zwar auch das AHA mit dabei, aber das sanfte PHA und Teebaumöl am Start hat bei mir gut funktioniert. AHA kann mein Gesicht eigentlich auch immer ganz gut verwenden und oder gebrauchen, dementsprechend hier drauf gegeben und das hat wirklich geholfen, ne? Wir haben zwar hier nicht die mega krasse Salicylsäure drin, aber durch die Kombination von PHA und Teebaumöl oder Teebaum ist das einfach eine gute Geschichte gegen Unreinheiten, weil das sehr, sehr sanft ist. Und das hat mir einfach gut getan, weil ich halt noch nicht direkt Kabef mit BHA draufgehen wollte. Also erstmal das vorsichtig anwenden und dann steigere ich mich ja auch langsam. Also ich bin jetzt ja gerade erst in diesem Einfindungs- und Steigerungsprozess. So, und wenn du richtig auf die Kacke hauen möchtest und halt wirklich gegen Unreinheiten vorgehen möchtest, auch großflächig, zum Beispiel auf dem Rücken, im Dekolleté oder in der Erdbeerwochenzeit, wenn du halt hier wirklich, also das habe ich wirklich hier so, ne, wie so ein Bart oft, so, da kommen mir die Unreinheiten halt, dann wird dieses Produkt meins sein von Dalton, das Clear Skin Peeling Exfoliant mit 2% BHA, aber hier haben wir halt wirklich, ja, einen sehr, sehr klärenden Freund, weil hier auch der pH-Wert sehr entscheidend ist mit 3,2 bis 3,4. Verrückte Geschichte, habe ich euch eben im Video auch schon alles erklärt, was der pH-Wert überhaupt mit dem ganzen Gedönsen zu tun hat und der Konzentration des Peelings und so, ne? Das ist so die stärkste Waffe, die ich gegen Unreinheiten insgesamt habe. Und wenn ich halt so mich auf dem Tisch umgucke und sehe, dass ich von diesem Produkt bis zu diesem Produkt hier alles liegen habe und euch auch versucht habe, jetzt so alles einzeln zu erklären, hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Wie gesagt, bitte nicht alles durcheinander verwenden. Bitte so verwenden, wie eure Haut das gerade braucht. Beobachtet eure Haut. Seid vorsichtig mit ihr. Seid liebevoll mit ihr. Fangt nicht an, rumzudrücken. Auch ich drücke mir manchmal einen Pickel aus. Ja, wenn er mir richtig auf den Keks geht und ich einfach nicht mehr anders kann, dann habe ich manchmal so ein Bedürfnis. Aber danach würde ich dann direkt ganz viel Liebe, Panthenol und alles Mögliche, was ich an Liebe habe, auf diese Unreinheit und auf diese offene Wunde geben. Propolis, ne? Und deswegen, also ausdrücken führt zu Vernarbung, ist uncool, weil dann bleibt euch das für immer. Dann würdet ihr ja wieder mit Niacinamin und Vitamin C im Wechsel dagegen angehen, dass das Ganze auch wieder aufgehellt wird.
Ne? Und dann pflegt ihr euch irgendwann verrückt. Das heißt, einfach warten, bis das Ding von alleine plopp macht. Oder ihr könnt halt die Entzündung schon wirklich im Kern ersticken, im Keim ersticken, indem ihr halt schon Präventivprodukte verwendet oder halt auch in dem Moment Sachen verwendet, die die Entzündung mildern. Das ist übrigens meine aktuelle Haut quasi im Tageslicht. Also da vorne ist ein Fenster und da kommt jetzt auch Tageslicht überall rein, dass ihr das mal einfach seht. Einfach nur gepflegt. Nichts Wildes, ne? Also kein Make-up drauf und so sieht meine Haut aktuell aus. Und ich bin 34 Jahre alt und bin mit meiner Haut sehr zufrieden. Nun, ihr Lieben, das wäre es ja schon von mir gewesen, schon. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.